In Wiener Neudorf war es wieder Zeit für ein Musical. Und zwar wurde Der kleine Horrorladen aufgeführt. Eine mitreißende Geschichte rund um den Blumenhändler Seymour. Hopp, ja, hopp, kleine Horrorladen, Blumenshop, mit dem Horrorschaden. In Wiener Neudorf gab es von der Musical Factory Machfeld Der kleine Horrorladen zu sehen. Das Stück handelt vom mittellosen Seymour, der im Blumenladen des Mr. Maschnick arbeitet und dort in den Besitz einer ganz besonderen Pflanze kommt. Die zunächst profitabel erscheinende Pflanze hat jedoch ein dunkles Geheimnis. Du kannst noch so gute lautere Motive haben, wenn es dir schlecht geht, ja, und wenn dir jemand sozusagen etwas bietet, ja, und du nimmst das an, und dann brauchst du nicht glauben, es ist umsonst, nicht? Und also das wird also hier sehr, sehr stark gezeigt, nicht? Also das war sozusagen die in den 60er Jahren, wo das entstanden ist, auch ein bisschen eine Spitze gegen den Kapitalismus, ja? Das durfte man natürlich nicht genau so auf die Bühne bringen, deswegen ist es also in diese Geschichte verpackt, nicht? Die am Schluss ganz furchtbar endet für alle Beteiligten. Es ist Halloween. Ich bin zwar nicht unbedingt ein Freund von solchen amerikanischen eingeführten Festen, aber wir haben also doch die Gelegenheit wahrgenommen und haben den kleinen Horrorladen nach Wiener Neudorf gebracht. Was für eine abartige Pflanze ist das denn, Seymour? Keine Ahnung. Sie scheint zum Typus der Fleischfresse zu gehören, aber ich konnte sie nach keinem meiner Bücher bestimmen. Dann habe ich sie selbst benannt. Ich nenne sie Aubrey 2. Es geht darum, dass der Seymour ist die Hauptpartie, ja, und er arbeitet in einem Blumengeschäft und er erzählt dann in einer Szene, dass er ein Waisenkind ist und dass er sozusagen da ja, ein bisschen sklavisch auch schuften muss, seit er Kind ist. Und dann kommt durch Zufall kommt dann eine Pflanze. Und er ist also da ganz beflissen und arbeitet richtig wissenschaftlich daran, die aufzupäppeln und zu züchten und so, nicht? Und irgendwann einmal beginnt sie, aber das werden sie dann im Stück sehen, also mit ihm zu kommunizieren und ihm auch einiges abzuverlangen, nicht? Und das sind große Kämpfe und eine große Entwicklung auch, die mit ihm passiert, die mit allen anderen passiert und wo man dann am Schluss merkt, das Leben ist kein Ponyhof, ja. Man muss für alles bezahlen. Gibt es auch noch andere Vorstellungstermine? Wo kann man sich das Stück noch anschauen? Dieses Stück ist jetzt einmal in unserer Serie die letzte. Aber wir haben gesagt, das war so ein großer Erfolg, dass wir es sicherlich wieder aufnehmen werden. Es ist aber noch nicht klar, wann. Wahrscheinlich nicht im nächsten Jahr, vielleicht im übernächsten. Unter www.musicalherbst-machfeld.at gibt es mehr Informationen. Nun, mein Herr, da haben Sie ja eine wirklich außergewöhnliche Pflanze. Guten Tag. Nicht so rum. Schnell, schnell, schnell. Stellen Sie die Pflanze, wie nennen Sie das Ding? Audrey 2. Stellen Sie die Audrey 2 in das Fenster, dass die Passanten sie sehen können. Heute ein Musicalstück, Der kleine Horrorladen. Kennen Sie die Geschichte bereits? Worauf freuen Sie sich heute Abend? Ich kenne die Geschichte noch nicht. Ich habe gerade jetzt über das Prospekt da ein bisschen was erfahren darüber. Wird sicher ganz eine lustige Sache sein. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen, denn im Kulturabo gibt es immer ganz tolle Dinge. Und das Beste ist, man lässt sich überraschen. Ich habe noch nie drauf gezahlt beim Kulturabo. Und dieses Kulturabo, das zurzeit einen Fixabonnentenstand von ca. 350 Personen hat, hat für mich also die Aufgabe, dass wir eigentlich das gesamte Spektrum der Kultur treffen. Wir haben Theater, wir haben natürlich Kabarett drinnen, also bei uns ist, wir haben auch Klassik drinnen. Das heißt, für mich ist das ein Mix von allen Möglichkeiten, die uns eigentlich die Kultur bietet, und das wollen wir natürlich unseren Wiener Neudorfern auch bieten.